Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Vorstellungsvideo. Heute geht es um eine Edition, auf die ich mich wirklich sehr, sehr lange schon gefreut habe. Beziehungsweise der Film, der ist, nun ja, der wurde Anfang der 90er hier mal auf VHS veröffentlicht unter einem sehr irritierenden Titel, der sich irgendwie an The Evil Dead rangegangen hat. Ja, die gute OFDB hat mir hier dieses Päckchen heute zukommen lassen, was wir natürlich jetzt aufmachen werden. Um natürlich zu schauen, was sich dort Schönes drin verbirgt. Eine Edition, die schon letztes Jahr angekündigt war als Collector's Edition. Und ja, machen wir das Ganze mal jetzt auf. Ja. So, und schauen wir natürlich rein. Und ja, da haben wir das gute Schmuckstück. Und ja, also wow. Sieht einfach nur fantastisch aus, und zwar The Resurrected Collector's Edition Nummer 2. Nummer 1 war ja gewesen quasi Einstiegsveröffentlichung hier, From Beyond, auch in einem sehr schmucken Digipack, was glaube ich auf ja, auf so um die 1000 Stück oder so limitiert war. Ich weiß jetzt nicht ganz genau auf wie viel, aber es war auf jeden Fall weniger als jetzt zum Beispiel bei The Resurrected, was wir jetzt auch auspacken werden. Das Ganze basiert auf der von H.P. Lovecraft geschriebenen Geschichte The Madness Out of Time, beziehungsweise der auch den Alternativtitel Der Fall Charles Dexter Ward hat. Die zweite und auch letzte Regiearbeit von Dan O'Bannon, der 2009 an Morbus Crohn mit 63 Jahren verstorben ist. Dan O'Bannon, der die Drehbücher zu Alien oder Total Recall beziehungsweise auch zu Hämoglobin verfasst hat, dessen Regiedebüt ja einstmals, ja, wie soll es anders sein, Return of the Living Dead war, ein Film, der auch Mitte der 80er quasi eine ganz neue Genreströmung mitbegründet hat, und zwar die des Fansblätter. Und wie man schon sieht, ja, es ist Collectors Edition Nummer 2. Können wir gleich mal schauen, ob das Ganze vom Spine zusammenpasst. Doch, macht einen relativ schönen Eindruck, obwohl man natürlich sagen muss, ist, dass das Digipack von The Resurrected weitaus dicker ist. Und das hat auch seinen Grund, denn wie man hier schon sieht, liegt auch ein Booklet bei. Schauen wir erstmal auf die Rückseite, und dort gibt es natürlich die obligatorischen Angaben zum Inhalt, dann natürlich hier auch nochmal zwei Pressezitate und eine Zusammenfassung des Bonusmaterials. Und das ist wirklich sehr, sehr viel. Einiges vom Bonusmaterial liegt in HD vor, das andere auf SD. Das befindet sich dann nur auf der Bonus-DVD. Andere kleine Bonusmaterialien befinden sich nur auf der DVD mit dem Spielfilm. Und dazu gibt es dann auch noch das Hörspiel, Der Fall Charles Dexter Ward, was man über dem Menü, glaube ich, der, welchem jetzt ist, eine Blu-ray oder DVD, dann anwählen kann oder auch als MP3. Abspielen kann sich, beziehungsweise im DVD-Raum ein Part runterziehen kann. Und die oberste Krönung ist hier natürlich noch, das muss ich an dieser Stelle sagen, das UFDB-Filmwerk so gut wie jedes Bonusmaterial, was hier ist, was vor allem HD vorliegt und alles andere, selbst produziert hat. Ist schon unglaublich, dieser Aufwand, den sie hier betrieben haben, das muss man einfach loben. Und hier unten sind natürlich auch nochmal die technischen Angaben, was die Laufzeit nochmal angeht. Mit all den Tonformaten und natürlich hier noch die untere Seite. Ja, der Film hat mittlerweile 24 Jahre auf dem Buckel, wurde einstmals, und da gibt es ja noch zwei Hardboxen, die waren allerdings strenger limitiert. Da hat eine natürlich das VHS, das alte VHS-Motiv, beziehungsweise mit dem alten deutschen Verleihtitel geschmückt, natürlich The Evil Dead, ja, die Saat des Bösen. Der Film ist ganz prominent besetzt mit Chris Sarandon, den wir natürlich vor allem als Polizist aus dem ersten Chucky kennen oder als bösen Vampir aus dem Original Fright Night. Und was ich schon mal sagen muss, ist, dass mir das gezeichnete Retro-Artwork hier schon mal richtig gut gefällt. Und ja, wir werfen jetzt natürlich einen Blick hinein in das Digipack selber. Und ja, zu guter Letzt kommen wir natürlich noch dann zu dem 84-seitigen Booklet. Jetzt unterschlage ich auch noch 20 Seiten an dieser Stelle. Und mir kommt hier auf jeden Fall schon mal das Limitierungszertifikat entgegen, was auch bei From Beyond dabei lag. Und ja, hier kann man natürlich Limitierungsnummer sehen, Nummer 2827. Wie auch bei From Beyond geht es hier auch noch ein kleines Geleitwort auf den Zettel mit einer Danksagung. Finde ich richtig gut. Ja, und hier wird natürlich noch erwähnt, wer ihnen alles geholfen hat, um diese Collectors Edition überhaupt zu ermöglichen.
Also sie haben eine ganze Menge, also daran sieht man schon, dass sie das Bonusmaterial, ein Großteil des Bonusmaterials, der sich hier befindet, dass sie den komplett selber produziert haben. Ein Unterschied zwischen der Collector's Edition von From Beyond ist, dass es hier an dieser Seite keine Tasche gibt, in der eigentlich das Booklet bzw. das Limitierungszertifikat befestigt war. Das gibt es hier nicht. Na gut, bei diesem dicken Wälzer, den wir uns dann gleich noch anschauen werden. Und hier sehen wir auf jeden Fall wirklich sehr schön designt. Natürlich mit diesen ganzen anatomischen Bildern. Die Discs selber sind relativ schlicht designt. Ja, nur der Titel und schwarz, sonderlich nichts Besonderes, aber es passt irgendwie dazu. Und hier hinten noch ein schönes Zitat: Der Tod war bislang immer das Ende, jetzt ist er ein neuer Anfang. Ja, jetzt ist es natürlich fraglich, wie der Film dann selber ja, an sich die Geschichte, die H.P. Lovecraft da verfasst hatte, zusammenfasst. Aber ich bin guter Dinge, weil ich muss sagen, Reanimator, From Beyond, vor allem From Beyond, muss ich sagen, war eine richtig gute Verfilmung, obwohl sicherlich vieles davon abweicht. Und H.P. Lovecraft selber sicherlich die Gewalt, die in den Filmen vorkommt, mehr oder weniger verabscheut hätte. Und jetzt kommen wir natürlich noch zur Rückseite, die auch so gestaltet ist. Hier sieht man irgendwie so eine übel zugerichtete Leiche, sieht wirklich richtig cool aus, dieses Digipack. Mit diesen einzelnen Designelementen. Ja. So. Und jetzt werfen wir natürlich zu guter Letzt auch noch einen Blick in das 84-seitige Booklet. Also ich werde nie wieder 20 Seiten unterschlagen und das sieht richtig toll aus. Es hat natürlich auch das Vordermotiv, man sieht, das Ganze ist geklebt. Ist aber ein sehr dickes Festig vom Papier festigt es wahnsinnig gut an. Hier wird natürlich nochmal selber was zum Autoren H.P. Lovecraft nochmal gesagt. Ja, Guillermo del Toro wollte ja auch mal vor Jahren mal eine Lovecraft-Verfilmung rausbringen, aber da wurde leider nichts raus, was sicherlich auch vor allem am Rating lag. Ja, also hier geht es vor allem viel um Lovecraft. Also man sieht sehr viel Text. Sieht vom Look sehr schön aus, natürlich auch einige Szenenbilder. Ja. Wird natürlich auch viel auf Dan O'Bannon, auch über seine Arbeit an Alien und so weiter. Hier natürlich Return of the Living Dead wird eingegangen. Also, wie ihr seht, sehr, sehr viel Text. Also, das ist ein wirklich sehr ausführliches Essay. Hier Chris Sarandon, der dann auch noch in der Psychiatrie landet, in der Gummizelle. Also, wie ihr seht, sehr viel Text, nur minimale Bilder. Also, das ist wirklich ein Aufwand, der heute bei vielen Editionen nicht mehr gemacht wird. Hauptsache, es sind irgendwelche Steelbooks oder vor allem Mediabooks, die man dafür 30 € rausklappt. The Resurrected selber kostet auch knapp 30 € und dieser Digipack-Version, die auf 3000 Stück limitiert ist. Aber ich muss sagen, das gefällt mir wahnsinnig gut. Also hier kann man sicherlich eine Menge rauslesen über Lovecrafts Arbeiten, über Dan O'Bannon selber. Ja, also wie ihr schon seht, oh ja, und hier, also dem Film mangelt es auch nicht an recht drastischen Effekten, die von Todd Masters unter anderem gestaltet wurden. Und das Ganze ist hier von Jörg Koppetz, einem der Chefredakteuren von der Wicked Vision. Hier ist natürlich noch ein Szenenbild. Eine Szene zwischen John Terry und Chris Sarandon. Ja, und ja, wahnsinnig. Also muss ich sagen, der Umfang des Booklets, allgemein auch die ganze Umsetzung, wirklich wunderbar. Man muss auch sagen, das Bonusmaterial insgesamt läuft 238 Minuten ohne die Audiokommentare dazu zu rechnen. Also es gibt hier eine Menge Audiokommentare. Es ist ein wahres Füllhorn, was hier die UFDB Filmworks für diesen Film produziert hat, der sicherlich wirklich, muss ich sagen, über Jahrzehnte hinweg dann eher in Vergessenheit geraten ist. Aber sicherlich Dan O'Bannon wäre wirklich sehr stolz und zufrieden mit dem, was UFDB Filmworks jetzt hier geliefert hat, muss ich wirklich sagen. Und hier allgemein, was natürlich sehen kann, wirklich der Schuber sieht einfach nur bombastisch aus. Und auch die ganze Umsetzung, muss ich sagen, 1A. Wer natürlich Interesse daran hat, muss ich sagen, hier lohnen sich definitiv die 30 Euro, weil Digipacks werden
immer seltener irgendwie. Und da finde ich es schön, dass OFDB Filmworks hier auch mal wieder auf ein DigiPack gesetzt hat. Und es ist auch eine wirklich, muss ich sagen, eine gleichwertige oder auch eine Veröffentlichung, die jene von From Beyond locker nochmal in vielerlei Hinsicht übertrumpft. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kleine Vorstellungsvideo von mir zu Dan O'Bannons The Resurrected in der Collector's Edition Number 2 von OFDB Filmworks gefallen. Ihr könnt mir natürlich Kommentare da lassen, wie euch das Teil gefällt, was ihr allgemein von diesen ganzen H.P. Lovecraft Realverfilmungen haltet. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Irgendwann mal oder in den nächsten Tagen. Ciao, euer Chris.